Okay, Flüchtlinge, wir sind die Midnight Screamers und der nächste Song, il prossimo pezzo, der nächste Song heißt Paradiso. Avete bevuto, avete mangiato, avete rubato, avete fregato e ora cosa pretendete? E ora cosa volete? Avete corrotto, avete ucciso, avete spacciato, avete mentito e domani cosa farete? E domani dove sarete? Ma il paradiso non vi vogliamo, non vi amiamo. Violentato, avete minacciato, avete dimenticato e ora cosa piangete? E ora chi vi perdona? Ma in paradiso non vi vogliamo, non vi amiamo. Song heißt Operaio Blues. Questa mattina mi sono svegliato, tante cose brutte ho sognato. Tanti problemi che mi girano per la testa, a fine anno non so quello che mi resta. Non so come arrivare a fine mese,
queste maledette spese. Questa mattina mi sono alzato e mi sembra di essere ammalato. Questi ladri ci rubano tutto l'anno, è una vita che lo fanno. Parlano, parlano, ma è solo fumo. Qui c'è bisogno di tenere duro. Au! Chitarra di Claudio! Ok, wir machen wir spielen eine Ballade, wo der Claudio vor circa 2 Jahren geschrieben hat. Den Song tun wir an Paul widmen, wo in dem Moment im Spital ist. Dem geht es nicht so gut. Ist ein guter Freund von uns. Und der Song ist für dich, Paul. Und der Song heißt Storia.
Danke! Es hat tatsächlich noch jemand einen, der klatscht. Wir kommen zu einem ganz neuen, frischen Song von den Midnight Screamers. Und der Song heißt Stop and Go. Questo pezzo si chiama Stop and Go. Wir kommen nochmal zu einer Ballade. Wunderschöne Ballade. Und der Song heißt
tu lo sai. Quando io penso quanto ti amo, quando ti persi e tu lo sai, vanno e vengono questi ricordi come le onde di questo mare. Grazie, danke, danke. Wir kommen tatsächlich zum letzten Song, l'ultimo brano. Der letzte Song. Im letzten Song wollte ich noch schnell die Band vorstellen, Midnight Screamers. Am Schlagzeug haben wir den Hampi Müller. Woo! Am Bass. Thomas Denier, Adelit Gitarre, Claudio De Cataldo. Mein Name ist Antonio Campitelli. Okay, und danke vielmals
all denen, die hier mitwirken, super Arbeit haben wir da gemacht. Und nochmal danke vielmals, dass wir hier dürfen spielen und dass wir so etwas auf die Beine können stellen können. Das ist Chapeau. Danke vielmals. Okay, der letzte Song heisst Bellissima. Oh yeah, ognuno di noi gilt auch für euch all im Stream. Ich sehe im Chat, Ihnen läuft recht viel. Was ich da schnell einen Hinweis machen will, der 360-Grad-Stream, der wird ab morgen,
Dienstag wird er online sein. Also wer ihn schon vermisst hat, tief durchschnaufen, es kommt alles gut. Dann ein riesen Dank an einen Sponsor, an einen Geldgeber. Und zwar der Thurgauer Kantonalbank, die uns unterstützen tut. Thema unterstützen Finanzen. Ihr habt vielleicht gesehen, auf YouTube hat es die Möglichkeit, dass ihr spenden könnt. Das ist ein Aufruf. Und nun noch die Voi, also allen euch, die zuhören, die Streamlife miterleben, tun doch bitte etwas dazu sponsern. Und solange dass ich jetzt auf die Band Daddy Antonio warte für das Gespräch, nochmal ein riesen Dankeschön an Antonio Campitelli. Er ist der Bandlinger, sie der Songwriter. Claudio De Cataldo, ihn habt ihr ja gesehen, wie er abgerockt hat. Der ist unübersehbar mit seinem coolen Cap. Dann der Thomas Denier und Drummer, der Hampi Müller. Und ich sehe, der Bandleader, der Antonio, der kommt schon zu mir. Nimmt noch schnell einen Schluck. Antonio. Ja, grazie. Antonio. Sì. Com'è andata? Come ti senti? Com'è andata? È andata bene, molto bene, molto bene. Mögt euch vielleicht erinnern, daheim, wir haben Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, also auch von den männlichen Sorten, aus Italien, aus dem Tessin. Und darum tun Antonio und ich da auch ein bisschen italienische Reden zwischendurch. Danke, ihr habt Nachsicht. Allora, racconta il perché. Come mai Midnight Streamers? Come siete venuto questo nome? Also, wie sind ihr auf den Namen gekommen, Midnight Streamers? Allora, questo, also, der Name, wir haben lang, lang überlegt, wie sollen wir die Band taufen. Wir haben im Internet geschaut, dass wir da nicht irgendeine andere Band den Namen irgendwie wegschnappen oder. Und dann nach langem, langem Suchen sind wir irgendwie auf die zwei Wörter gekommen, Midnight und Screamers. Ja. Inspirationen. Was ist die Inspiration? Wer hat euch die Inspiration gegeben zu eurer Passion? Man sieht es, die leben daraus, ihr rockt euer Instrument, das ist absolut schön. Cos'era l'ispirazione, cos'è la motivazione per aver creato questo complesso, Antonio? Allora tutto ha incominciato con Elvis Presley e poi con i Beatles, ma poi dopo sono arrivati i Deep Purple, i Led Zeppelin, gli AC/DC. È una cosa che ti prende e non ti lascia più quando hai questa malattia del rock, del blues, è difficile che non la scampi. Antonio, da quando esiste questo complesso? Seit wann gibt es euch in dieser Formation? Also die Band gibt es seit Dezember 2017. Da sind wir, haben wir uns getroffen, das vierte haben wir uns gefunden, der Claudio, der Thomas und dann noch ursprünglich mein Bruder der Amando. Und dann ist nachher aber dort der Hampi dazugekommen. Ja, in einer kalten Winternacht. Also dann habt ihr, ist ja dann von euch Klimaerwärmung zu verdanken. Die kalte Winternacht, habt ihr jetzt so heiße Blues mit den Midnight Streamers, können wir eigentlich auch euch Klimaerwärmung zu verdanken. Oder zu verschulden, je nachdem wie man es anschaut. Ja, also wir sind mit Leib und Seele, wir machen da unsere Musik und ich hoffe, dass es jemand von euch, jemand einem gefallen hat, was wir da machen und ja, unterstützt uns, geht auf unsere Webseiten oder geht auf Facebook, gebt mal ein Like rein und ja, wenn euch unsere Musik gefällt. Was ist ein grosser Traum von euch? Was denkt ihr oder was sagst du jetzt, Antonio? Wenn ihr das erreicht habt, sagen wir Vorband sein von oder einmal ein Meet and Greet, Behind the Scenes mit jemandem, wer
ist das? Also schweizweit denke ich sicher, wäre mal cool, wenn man könnte irgendwie, solange es noch gibt, als Vorband von Krokus könnte spielen oder Gotthard. Und ja, und generell ein bisschen grössere Festivals könnte spielen, das wäre cool. Und in Italien wäre sicher mal cool, das Vorband von Zucchero aufzutreten. Du hast gerade einen schönen Steilpass, Antonio. Krokus. Krokus Gotthard. Vielleicht da mal in die Runde rausgeben. Also wir werden noch bis Ende Juni da in der Bodensee Arena können Konzert geben. Zweimal in der Woche, jeweils Montag und Mittwoch. Wenn jemand von euch irgendwelche Connection hat zu Krokus Gotthard, da hinter dem schwarzen Vorhang, den ihr seht, da hinten, die Bühne, die ist parat. Was meinst du, wenn wir das mal hinkriegen, schaffen wir das mit den Zuhörern? Ja, das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer. Wäre obercool, ja. Tut er eine Parole in Italia? Allora, vorrei salutare tutti i miei amici italiani in Italia e i miei parenti che in questo momento stanno subendo un periodo non molto facile, anche con questo coronavirus, con tutti questi morti. È un periodo non facile per l'Italia, ma penso che verranno fuori quando finisce tutto questo, saranno più forti di prima. Infatti, grazie. Und das ist das Wort, la canzone che avete detto, ognuno di noi, jeder von uns, das ist ziemlich eine starke Aussage, weil es braucht jeder von uns, c'è bisogno di ognuno di noi, per tirare barca remare, per tirare avanti. Also es braucht jeder von uns, um stärker werden, um aus dieser Situation gestärkt rauskommen. Und das ist auch mit ein Dankeschön. Ich sehe gerade noch, die Bühne ist noch nicht parat für die nächste Band, wo ich mich freue, die dürfen anzumoderieren. Und da möchte ich eigentlich ein riesen Dankeschön sagen, den Initianten. Ich weiss, sie verstecken sich auch gern hinter den Kulissen. Antonio Liconosci, du kennst die Leute auch hinter den Kulissen. Also sicher mal der Mick Kieser, der die ganze Ton- und Lichttechnik zur Verfügung stellt. Nadine Keller, sie ist der goldige Engel im Hintergrund, wo Weibler die Allhimmelsrichtung, das auch nichts empfehlen tut. Der Raphael Paul, der Raffi ist für Streaming-Technik zuständig, unter anderem und noch vieles mehr. Und der Samuel Decataldo von Decataldo Consulting, er ist für die ganze Videotechnik zuständig. Die vier Personen haben den Verein Streaming Circle gegründet. Auch da ein Aufruf nochmal in die Audience raus, die uns im Stream zuhören und zuschauen. Tönt doch bitte etwas sponsern, damit Bands, die da auftreten, auch etwas zurückbekommen an finanziellen Mitteln. Es zögert sich noch ein bisschen raus. Ich habe immer noch eine rote Lampe auf meinem Monitor. Allora, Antonio, noi siamo italiani. Sì. Als Italiener, uns fällt es nie irgendein Thema. Tun wir nicht über Fußball, weil da mache ich Zweiten, weil da komme ich echt nicht raus. Ich würde jedem einen Böller geben und spielen mit dem, dann streitet ihr euch nicht. Ah, ich glaube, ein Fußballprofi. Genau, jetzt haben sie nämlich gerade auf grün geschaltet. Ich denke, das Gespräch machen wir mal weiter. Als Nächste. Köter. Hundart. Was euch jetzt da erwartet, ist drinnen im Circle für euch parat. Let's rock, Köter. Danke vielmals für den ersten Drittel. A presto, ciao.